Und wir vertiefen das Thema mit Hauptgeschäftsführer Stefan Gent vom Handelsverband des Deutschen Einzelhandels. Schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Tag. Welche Produkte können denn knapp werden, wenn jetzt beispielsweise die Unterbrechungen oder beziehungsweise die Lieferketten unterbrochen werden? Also momentan haben wir keine unterbrochenen Lieferketten. Gerade bei Lebensmitteln erleben wir, dass die Supermärkte noch gut bestückt sind. Wir kennen alle Bilder, dass mal temporär auch mal Regale etwas leerer sind, weil beispielsweise Mehl und Nudeln sehr stark gekauft werden. Also Hamsterkäufe gibt es natürlich, aber die Lieferketten und der Nachschub ist momentan noch gewährleistet. Alles unter der Voraussetzung, dass wir natürlich auch eine normale Infrastruktur haben, dass wir unsere Mitarbeiter auch schützen, gerade auch im Lebensmitteleinzelhandel, aber auch in den Großhandelslagern beispielsweise Ware nachkommt, die dann auch in die Supermärkte geliefert wird. Das ist momentan alles noch à jour da. Also zurzeit gibt es keinen Grund für wirklich große Sorge an der Stelle, weil diese Lieferstrukturen noch aufrechterhalten werden. Es kommt ja vielerorts auch zu Hamsterkäufen. Wir sehen hier das Foto von den leeren Supermarktregalen. Macht jetzt die Lebensmittelbranche mehr Umsatz? Wir haben in der Tat mehr Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel, weil in der Tat Hamsterkäufe stattfinden. Solche Bilder kennen wir vielleicht alle, nicht so drastisch wie jetzt hier gezeigt vielleicht, aber dass temporär auch mal Hygieneartikel ausverkauft sind oder Nudeln oder Mehl. Aber zurzeit ist der Nachschub absolut gewährleistet. In der Tat haben wir einen Plus im Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel. Das wird sich aber auch wieder nivellieren, das heißt normalisieren. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch mit Sorge die weitere Entwicklung im öffentlichen Leben. Nehmen Sie die Innenstädte, kaufen Warenhäuser, Textilgeschäfte. Hier sehen wir die größere Sorge momentan. Wenn wir zu weiteren Maßnahmen kommen, dann werden Leute dann nicht mehr normal einkaufen gehen. Und hier brauchen wir dringend die Unterstützung für viele tausend mittelständische Händler, Kauf- und Warenhäuser in Deutschland, die nicht in der Lage sind, 2, 3, 4 Wochen ohne Umsatz, ohne Kunden überhaupt zu überleben. Darüber sprechen wir gleich. Vielleicht noch ganz kurz die Nachfrage, wo könnte es denn genau dann die Engpässe geben? Es gibt bestimmte Produkte möglicherweise, wenn Sie jetzt Obst und Gemüse nehmen. Hier haben wir einen Anteil von gut 60% der Produkte, die aus dem Ausland kommen. Gerade jetzt noch in einer Winterzeit, wo man natürlich eben frische Obst, beispielsweise Erdbeeren oder andere Produkte normalerweise in den Regalen findet. Aber auch hier gibt es zurzeit noch, sage ich mal, Lager, die entsprechend Lagerbestände, die da sind. Aber wenn Sie sehen, dass beispielsweise die Transportwege von Italien nach Deutschland nicht mehr funktionieren, kann es hier zu Engpässen kommen. Aber nicht in der Form, dass gravierend die Lebensmittelversorgung damit eingeschränkt ist. Denn wir leben momentan eher Hamsterkäufe bei diesem sogenannten Trockensortiment, wie wir das bezeichnen, bei Nudeln und Mehl beispielsweise, aber auch bei Toilettenpapier, was so ein bisschen irrational ist, aber so verhalten sich Kunden halt momentan. Italien ist ein gutes Stichwort. In Italien wurden ja alle Geschäfte geschlossen, außer eben Supermärkte, Apotheken und Tankstellen. Ich weiß, es ist wahnsinnig schwer, irgendwie Voraussagen zu treffen in dieser aktuellen Lage. Aber halten Sie sowas auch für Deutschland möglich? Und was für Konsequenzen hätte das? Naja, man muss deutlich sehen, dass es um den Schutz der Bevölkerung, der Menschen geht. Das verstehen wir natürlich sehr gut. Aber das wären sehr drastische Maßnahmen. Wir haben heute schon Frequenzrückgänge im Textileinzelhandel bis zu 40%. Weniger Umsatz und weniger Kunden, obwohl wir noch diese breite Betroffenheit Gott sei Dank noch nicht haben. Und Deutschland hoffentlich auch besser aufgestellt ist als Italien. Und insofern ist es natürlich fatal. Wir haben Tausende von mittelständischen Unternehmen, Textilgeschäfte, Sportgeschäfte oder nehmen Sie die Kauf- und Warenhäuser. Wenn dafür 2, 3, 4 Wochen keine Kunden mehr kommen, haben wir ein Riesenproblem, ein Liquiditätsproblem. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass die Bundesregierung die beschlossenen Maßnahmen jetzt sofort umsetzt. Steuervorauszahlungen stundet beispielsweise, Kurzarbeitergeld auch für den Einzelhandel möglich ist. Wir haben 3 Millionen Beschäftigten im Einzelhandel. Wir wollen ja auch niemand entlassen dabei. Deshalb ist dieses Kurzarbeitergeld wahnsinnig wichtig. Und eben, dass es sofort auch freigeschaltet wird, jetzt nach den Beschlüssen. In der Hoffnung natürlich, dass wir nicht solche Situationen wie in Italien erleben. Sagt Stefan Gent, vielen Dank für Ihren Besuch. Vielen Dank.